Seid gegrüßt. Moment, das Mikrofon. So. Ich habe jetzt an meiner Rampe weitergearbeitet. Wenn ich es kurz mal einsetze, dann habe ich jetzt hier meinen Längenschnitt, meine Ansicht. Ich kann im Längenschnitt natürlich diese Höhe versetzen. Ich habe hier, wo es beginnt, wo es endet, wo es beginnt, wo es endet, einen Pfeil eingebaut. Und ich kann das Teil jetzt auch drehen. Das heißt, jetzt wird nur das hier gedreht, aber das bleibt, wo es ist. Und die Schrifthöhe kann ich vergrößern, verkleinern, da muss ich jetzt näher hingehen. Das heißt, hier, dann kann ich die Tabellenzeilen vergrößern. Und ich schreibe mir jetzt die Höhendifferenz von vorne bis hinten hin, die Längen von vorne bis zum jeweiligen Punkt. Also die Stationierung, wenn man so will, heißt es bei uns. Und dann das Gefälle in Prozent. Also man sieht hier, wo das Maximalgefälle ist. Derzeit hätte ich 40%. Das geht jetzt nicht. Sollte ich vielleicht den gleichen Punkt hier nochmal setzen, aber es geht eh hier. Und wie das Gefälle steigt, 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 wieder abfällt. Was ich noch machen könnte, wäre so ein mittleres Gefälle rechnen. Das sollte ich vielleicht noch tun. Und sonst, das heißt, wenn ich es länger mache, müsste das Gefälle in der Mitte jetzt bei 21, 48, 21, 88, ja, wird dann kleiner, was klar ist. Jetzt habe ich hier sicher 45%, da kann man es kaum mehr lesen. Also fast 45 Grad, also 90 Grad. Gut, und die Tabelle kann man sich relativ schnell mit ein paar Klicks da hier so einstellen, dass es wieder Sinn macht, auch bei solchen Dingen. Ja, die Pfeilgröße habe ich jetzt nicht extra kleiner, größer gemacht. Man kann den Pfeil aus- und einschalten, dass ich die Abwicklung überhaupt zeige oder den Pfeil zeige, dass ich das Profil als Grundlage nehme oder eine normale, wobei hier habe ich das noch nicht reingebaut mit Zurückdrehen. Profilmanager, vermutlich wird man eh immer den Profilmanager nehmen. Und gerade oder gebogen geht eben auch. Wobei, wenn ich es gerade habe, dann muss ich natürlich die Länge extra eingeben, sonst nimmt er die Länge aus dem Bogen. So. Okay. Sonst ist alles gleich geblieben. Und man kann sich das eben hinlegen, wo immer man es braucht, eben raus aus der Zeichnung. Wo ist jetzt meine Bettpalette weg, weil ich es kleiner gemacht habe. Muss ich mal kurz suchen. Auch da. Ja. So. Ist trotzdem draußen. Witzig. Gut, schöne Tage. Viel Spaß damit. Ich werde es wieder, wenn ich dann noch einige Dinge hinzugemacht habe, Höhe 0, Höhe Ende und die Höhe weiter berechnen mit einem Nullpunkt und so weiter. Das muss ich noch alles machen. Mal sehen, wie es weitergeht. Schöne Tage und bleibt gesund.